Ich bin nicht allein, ich habe... Boah, ich bin das gar nicht mehr gewohnt, dass es keine Begrüßung gibt. Einfach nur so. Nee, es gibt doch einfach keine Begrüßung auf diesem Kanal. I'm not alone. This ugly bitch is back on crack. Track crew. I'm here. Ja, ich bin wieder zusammen mit Marvin Magnificent. Bist du noch Magnificent? Nee, also auf YouTube irgendwie schon noch, aber ansonsten habe ich es eigentlich abgelegt. Und Marvin. Even though it's a mood, habe ich das Gefühl, dass Magnificent gibt so einen Charakter, als wäre das so, so eine Kunstfigur und als wäre das nicht ich. Mhm. But it's me, so habe ich eigentlich probiert, das abzulegen. Aber irgendwie ist es immer noch Magnificent. Ja, yeah, okay. Because it's a vibe, so I don't know. Ja, es war wie mit meinem, die Moody's back on track mit dem hottesten Shit. Aber irgendwann habe ich es nicht mehr gefühlt. Ja, nee, und ich denke mir halt so, manche Leute dachten dann immer so, ich bin eine Drag Queen und es ist so eine Persona, die ich dann spiele und ich so, no, bin ich nicht. Und dann bin ich eigentlich nur noch Marvin und Hendrik sagt immer zu mir, aber Marvin Magnificent ist a mood, ist viel cooler. Ich so, whatever. Yeah. So call me whatever you want. Okay, auf jeden Fall findet ihr Marvin Magnificent in der Infobox, die Socials, was geht ab? Ich habe gefragt auf Insta, stellt mir eure unangenehmen Fragen, weil wenn ich mal so ein Live mache, dann ist es oft so, dass die Leute sagen, ja, der Hype ist nicht mehr da, wie geht's dir damit? Und ich dachte, oh mein Gott, diese unangenehmen Fragen nehme ich, um sie ehrlich mit euch durchzugehen. Und mit Marvin, weil Marvin hat auch keinen Hype mehr und deswegen ist es wichtig, ihn ins Boot zu holen. We are broke now. We need ich war in dem Livestream dabei. Ich war auf der anderen Seite, hab's gesehen. Dann hab ich geschrieben. Dann aber hat sie gesagt, hey, wann drehen wir was? Fragen? Ja, ich kriege auch so welche Fragen. Ich glaube, Marvin war derjenige, der die Fragen im Livestream gestellt hat. Ich habe die Fragen gestellt mit meinem Fake-Account. Ich so, mein Gott, dein Hype ist voll vorbei, du räudiger Alter. Wie fühlst du dich damit? Hä? Weinst du? Bist du heuer? You're canceled. Jetzt, wo du gescheitert bist? How is life? Ich würde sagen, let's go. Wir schminken uns und Sebastian stellt wir mal kurz die uns. Fragen. Wir waren gerade eben schon geschminkt. Sind wir exposing? Sagen? Ja, wir waren gerade eben schon geschminkt. So. Ah, und wir haben ein Video auf Marvins Kanal. Findet ihr safe hier oben und in der Infobox. Und wenn das Video zu Ende ist, also ihr werdet es nicht verpassen. Bitte nicht, ja, weil wir haben uns gerade eben schon geschminkt. Deswegen, wenn ihr so 13.765 Glitterpigmente findet, die noch im Gesicht so rumwabbeln und euch fragt, warum so ein komischer pinker Unterton hier auf dem Lid ist, wisst ihr warum? Ich habe einen Stain abgedeckt. True. Und, was wollte ich noch sagen? Komm, hau raus. Eine Sache kriegen sie noch, bevor richtig Action hier ist. Okay, whatever. Okay, Sebastian, give us the tea. Mein Gott, geht's direkt los. Es klingt einfach so, als würdest du so ein Getränkewagen ranrollen. Jetzt kommt der Whisky. Ja, Mann, abschließen. Kann okay, nicht mehr. Let's do this. Ach, das wollte ich sagen. Liebe Leute, supportet unsere Videos. It's 2014, 15, 16, 17 Vibes. Oder? Ja. Wo sind unsere Oldies, unsere OGs? Macht es dir noch Spaß, Videos aufzunehmen? Habe das Gefühl, dass YouTube so langsam ausstirbt, was Lifestyle, Beauty, Make-up angeht. Abozahlen, Klicks werden weniger. Ja, stehen bei dir, hat die neue Projekte an, lassen, können wir rauslassen. Das ist alles eine Frage? Ja. Deswegen ist. Mein Gott, Susanne, spar dir wirklich, also such den besten Part raus. Ja, die Frage also wegen YouTube. Macht Spaß und eben, ne? Das jetzt macht zum Beispiel keinen Spaß, weil man macht, was man machen muss. Ja, genau. Eigentlich hassen wir uns halt auch, aber, you know. Man kennt's, Klassiker. Ja. Läuft halt nicht mehr. Deep Talk, bitte. Entschuldigung, Regie, bitte einmal ruhig sein. Das ist hier eine natürliche Entwicklung des Gesprächs. True. Nein, also, ich habe schon Freude dran, aber ich habe mir halt selber gesagt, ich will nur noch das für meinen YouTube-Kanal aufnehmen, was mir wirklich Freude macht, weil man halt schon aus der Ecke kommt, dass es halt am Anfang nur Passion war, dann wurde es halt auch irgendwie Job und dann musste man halt auch irgendwie damit sein Geld verdienen und dann aber, keine Ahnung, nach so 8 Jahren sind die Ideen halt auch limitiert. Irgendwie gerade, wenn man sich halt sehr auf Beauty oder Make-up konzentriert. Ist jetzt ja nicht so, als würde man dann so mega viel bespielen. Bei mir ist halt jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr so Entertainment-Kram dabei gewesen, aber ich weiß nicht, ich habe schon Freude, aber natürlich, es kommt halt nicht so an wie damals, weil die wirklich so YouTube geguckt haben auch, die sind halt teilweise auch schon ein bisschen reifer gewesen. Die jetzt noch älter haben ihr eigenes Leben, verbringen nicht mehr so viel Zeit. Und klar, wenn die Aufrufe und das Feedback ein bisschen anders ist, als auf den anderen Plattformen, fokussiert man vielleicht auch seine Zeit auf etwas anderes oder auf eine andere Plattform. Ja, also Fakt ist schon, dass es gerade, wie sie ja auch aufgezählt hat, dieser Lifestyle, Beauty, whatever, schon so ein bisschen rückläufig ist, definitiv.
Selbst wenn wir bei denen alle, also das ist ja Größen nicht nur, gucken. Ja, das ist ja. ja nicht nur eine Frage, die ich bekomme oder nur du oder, ne? Selbst wenn man bei einer Niki Tutorials guckt, 15 Millionen, 12 Millionen Abonnenten, schafft auch gerade so noch die 1 Million Klicks. Also das hat sich halt für Beauty weltweit hat sich verändert. Dazu, ich glaube, eine große Rolle spielt eben auch die Pandemie so ein bisschen. Safe und die Leute sind ja auch mitgewachsen sozusagen, die Interessen sind anders, auch nochmal finde ich durch die Pandemie. Ja, das hat schon viel gemacht. Und Skincare ist jetzt halt total auf dem Hoch, die aktuellen Zahlen gehen gerade wieder ein bisschen runter, also es ist immer so ein Auf und Ab, aber ich glaube, dass dieses so, boah, YouTube und so, dass sich das verändert hat, weil TikTok jetzt auch da ist. TikTok und ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne ist halt noch geringer geworden irgendwie. Und man bekommt halt super viel auf TikTok einfach und ich habe das Gefühl, dass es vielen halt auch reicht. Und man hat ja auch die Leute, die einen supporten. Deswegen würde ich sagen, aktuell ist man wirklich noch happy. Ja, also es ist schon, aber es sind andere Zeiten natürlich. Ja. Also ich möchte einmal zurückführen auf die Frage, ja. weil hat Jad nicht beantwortet, ob es ihr noch Spaß macht, Videos aufzunehmen? Also ich habe auf jeden Fall noch Spaß, Videos aufzunehmen, definitiv. Es ist halt sehr Make-up-lastig, aber ich bin auch froh, komplett in einer Schiene zu sein und kann mich dann immer neu erfinden. Aber im Beauty-Bereich wirst du auch nicht das Rad neu erfinden. Das wird keiner machen. Alle Beauty-Kanäle, die dazugekommen sind, machen am Ende auch das Gleiche. Man kann die Formate vielleicht ein bisschen verändern, Leute einladen, um das, da so eine Frische reinzubekommen. Aber ja, seit 8 Jahren gibt es Beauty-Kanäle und dass das jetzt nicht mehr Number One ist. Ja, aber trotzdem habe ich noch sehr viel Spaß. Sie ist vor allen Dingen, wenn sie wunderbare Gäste wie mich hat. True. Das ist ihr absoluter Lieblingsmoment. Das ist mein Traum. Das ist dein Traum, ich weiß, ne? You're living the dream with me. Yeah. Wer war die verrückteste Person, der du begegnet bist? Boah, hast du jemanden so auf Anhieb? Ich muss gerade nachdenken. Ist halt auch die Frage, meinte die Person jetzt mit verrückt so negativ? Oder einfach nur, oh wow, you're so crazy, like, oh my god. So einen auf den? Also, ich glaube, ich habe noch nie jemanden so krass verrückten kennengelernt, so. Also man hat einige Persönlichkeiten schon getroffen, aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, deswegen. So crazy, verrückte Person. Mm-mm. Nee, mir fällt jetzt auch niemand ein. Mm. No, ehrlich gesagt, okay, das ist jetzt voll die langweilige Antwort, aber es kommt mir wirklich keiner in den Sinn. Das hatte ich ja auch schon mal, ich weiß gar nicht wo gesagt, aber ich habe ja schon mal Pete Davidson getroffen in Venedig. Mm-hmm. Und wir standen alle so auf dem Steg und er hat halt geraucht. Und dann hat er, wurde er von seinem Team gerufen und er hat seine brennende Zigarette ins Meer geschnipst. Und das war für mich so... Jo. Ja, das so ist jetzt asozial. Nicht passend so vielleicht für die Frage, aber das war so... Doch, ist eine verrückte Person. Ja, das war aber für mich schon unten durch. Ja, sowas unsympathisch. Ja, voll. So einen unsympathischen Moment gehabt. Okay, warte mal, vielleicht können wir das einfach zu sowas umdrehen. Ja, mach doch. Zu Celebrity-Dingens. Okay, war kein unsympathischer Moment, aber ich wurde letztens so mega random daran erinnert, dass ich mal in einer Fashion-Show saß, wo Kylie Jenner drin saß. Nee, wo und denn? Das war in... Muss doch New York in London. Sein. Ah, London. Ja, in London war ich auf einer... Oder war es da New York? Ja, okay, wahrscheinlich war es eher New York. Warte, lass mich überlegen, wo saß ich nochmal? Ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall war ich 2016 auf einer Fashion-Show und da war sie einfach da. Und das war gerade so ihr Breakthrough-Moment, würde ich sagen. Da hatte sie gerade ihre Lipfiller new und dann waren die Leute so am Ausrasten. Und ich weiß noch ganz genau, sie hatte irgendwie so ein Kopftuch auf, so einen, einfach nur so umgewickelt so ein Stück, so in so einem Jeans-Ton, glaube ich. Sie hatte eine blonde Perücke auf und das war so, oh mein Gott, geil, geil, geil. Und das war so random, weil ich habe das voll vergessen, dass ich sie mal in echt gesehen habe, so ein bisschen out of the distance. Mhm. True, ich war im selben Raum wie Kylie Jenner. Funny. Schön, dass wir drüber gesprungen haben. Das war mir persönlich jetzt sehr wichtig. Frag doch jetzt, junge Mann, was brauchst du so nah? Ich schwöre... Wird das Video von dir und Shirin, das vor Jahren gedreht wurde, irgendwann nochmal kommen? Ah, das Video mit mir und Shirin. Ich glaube, das Video ist einfach so alt. Habt ihr ein Video gemacht? Wir haben damals mal ein Video zusammen aufgenommen. Hä, für was? Für unsere YouTube-Kanäle. Nein, oh mein Gott. Und das Lustige ist, ich habe dieses Video noch komplett bearbeitet, fertig bearbeitet, privat auf meinem YouTube-Kanal. Nee. Ja, es hat sich damals dann nicht mehr ergeben, aber... Warum? Ich hoffe. That's the real tea. The real tea. Aber es gab einfach viel dann zu der Zeit. Okay.
So, ich denke, das Video kommt nicht mehr online, aber ich hoffe, es folgt ein anderes mit ihr. Text me, bitch. Next. Ich meine zu sehen, dass du dich sehr verändert hast. Gibt es einen bestimmten Grund? Bist du noch glücklich verheiratet? An Hatice. Oh. Das kann ich beantworten. Also er wird bald 40, kritisch. Sie will einen jungen Sugar Daddy. Also ich höre das mit diesem Verändern sehr oft. Wir alle verändern uns. Und das ist niemand ausgenommen. Und keiner steckt in seinem Leben in einer Stagnation. Vielleicht sogar ein paar, I don't know. Aber ich bin ein Mensch der Veränderung. Also ich will morgen schon jemand anderes sein. Ich will dazulernen. Ich möchte mich verändern. Also bin ich auf jeden Fall nicht mehr so wie früher. Man wird auch reifer, erwachsener. Und ja, ich weiß nicht, warum diese Frage im gleichen Atemzug kommt mit, ob ich glücklich verheiratet bin. Weil sie anscheinend das Gefühl hat, dass es ein bisschen in die negative Richtung geht, Miss Schmidt. Okay. Was treiben Sie denn hier, hä? Du bist happy. Ich bin happy, also ich bin happy und ich werde auch morgen nicht mehr die gleiche sein. Ich glaube, die Leute verändern sich und das Ding auf Social Media ist, die Leute entwickeln eine Anspruchshaltung. Mhm. Darüber habe ich mich mal mit einem Psychologen unterhalten, woher das halt kommt und dass die Leute so persönlich werden und so. Und er meinte halt, dass die Leute unterbewusst, auch bewusst eben diese Anspruchshaltung erheben. Und ich glaube, das ist so, ah, Hattie ist nicht mehr wie früher, Marvin ist nicht mehr wie früher, was völlig normal ist. In jedem Leben gibt es Veränderungen. Und das ist für die Leute dann oft so negativ. Also es ist aber trotzdem auch eine eigene innere Projektion, seine eigenen Insecurities auf andere zu projizieren und diese Veränderung zu sehen, weil jede Veränderung ist eigentlich positiv. Klar gibt es sicherlich auch negative Veränderungen, aber es ist dann wahrscheinlich auch, wie man es sieht. Ist ja irgendwie auch normal, dass man sich verändert, wie du schon sagst. Und deswegen passt es halt vielleicht auch einfach manchmal nicht mehr. Das merke ich halt auch, gerade jetzt so für mich. Ich kriege jetzt einfach rein, auch wenn es eine Frage an dich war. Nein, bitte. Weil ich habe halt jetzt auch, gerade seit meiner OP, die ich jetzt hatte im Februar, wo ich mich wirklich mehr nach mir fühle und ich auch selber merke, dass ich andere Klamotten trage als vorher, dass ich mich anders präsentiere, weil ich mich auch anders wohlführe, fühle, wo die einen sagen, hey, ich merke das voll, dass du dich voll fühlst irgendwie auf einmal seitdem oder dass du dich anders präsentierst auf jeden Fall und das finde ich voll schön und andere sagen, oh mein Gott, what happened und gefällt mir gar nicht und für die ist das was super Negatives, weil die so merken, okay, er zeigt jetzt von mir aus auf einmal mehr Haut oder sowas und dann ist es für direkt so was Negatives und dann denke ich mir so, ja, aber das ist halt einfach so, wie ich mich fühle und wenn das halt für dich nicht passt, ist es auch komplett okay, aber dann kannst du mir wirklich einfach entfolgen und dir halt andere Leute angucken, wo es halt passt, das ist totally fine und dann bin ich irgendwie auch ein bisschen froh, wenn sich dann so diese Leute von meinem Social Media entfernen, weil ich halt auch einfach nur Leute dort haben will, die halt wirklich auch fühlen, was ich mache und das halt irgendwie in einer Art und Weise halt cool finden oder wenigstens, wo es sie nicht abfuckt. Ja, das sehe ich auch so. Man muss sich auf Social Media halt die Leute suchen, wo es passt. Und Veränderung gehört dazu, bei uns allen. Ja. Und das ist meine Antwort dazu. Dann kann ich direkt mit einer Frage weitermachen, die jetzt an Marvin gerichtet ist. Okay. Nein, diese Frage würde ich normalerweise nicht stellen. Aber da jetzt die Gelegenheit ist, würde es mich trotzdem interessieren. Okay, komm. Ich frage mich, warum du dich als non-binär siehst, wenn du dich immer mehr einer Frau angleichst, bist du vielleicht doch transsexuell? Das finde ich halt ist so eine interessante Frage, weil sie zeigt eigentlich nur, dass die Person trotzdem sehr in so Klischee und Stereotypen denkt, weil es gibt kein richtiges, wie eine Frau aussiehst oder dich kleidest, weil eine Frau nicht, oder man identifiziert, nee, nicht identifiziert, man macht eine Frau nicht anhand von, was weiß ich, einer bestimmten Brustgröße oder einer Körperstatur aus, sondern wenn jemand eine Frau ist, ist die Person eine Frau, halt so, fertig. Und non-binär bedeutet ja auch einfach nicht mehr als sich weder mit dem männlichen Geschlecht oder dem weiblichen zu identifizieren, also weder das eine noch das andere, sondern irgendwo dazwischen, also quasi im Transgender-Spektrum. Und deswegen verstehe ich nicht, warum ich nicht non-binär sein kann, wenn ich, keine Ahnung, Merkmale habe, die von mir aus für eine Person für weiblich sprechen. Mhm.
Das ist eigentlich schon meine Antwort. Was mir dabei nur einfällt, aber muss man auch nicht reinnehmen. Wie bitte? Du hast eben noch erzählt, dass in deinem Profil HeHim steht. Also ist das dann konträr zu non-binär? Nee, also das habe ich auch schon bekommen, die Frage. Also wie ich als non-binäre Person HeHim nehmen kann, als Pronomen. Nicht jede non-binäre Person, die sich weder als Mann noch als Frau identifiziert. Non-binär ist, du fühlst dich keinem schlecht. Also weder, genau, binär bedeutet ja Mann, Frau. Mhm. Und non-binär bedeutet, du identifizierst dich weder als Mann noch als Frau. Mhm. Ich identifiziere mich nicht als Transgender-Frau. Ich identifiziere mich aber auch nicht als Mann. Ich sehe mich irgendwo dazwischen. Und ich muss für mich keine weitere, wie nennt man das, eine weitere Rolle raussuchen, sondern mir reicht das einfach zu wissen, das ist weder noch. Und für mich fühlen sich Pronomen er und seine einfach richtig an. Ich bin nicht getriggert, wenn mich jemand so gendert. Und deswegen sind es einfach, meine Pronomen sind einfach so geblieben. Weiter habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt. Für mich passt es. Mhm. Und es ist halt nicht so, dass jede non-binäre Person das they, them halt nutzt. Okay. Danke für deine Antwort. Bitteschön. Viele Influencer haben in den vergangenen Jahren, Monaten, Wochen und Tagen ihre Produkte herausgebracht. Hand aufs Herz, habt ihr deren Produkte getestet? In Wirklichkeit für, sagen wir mal, weniger gut befunden, aber trotzdem promoted, weil ihr ja selbst Produkte rausbringt und die wiederum eure bewerten oder aus einer Etikette sowie aus Angst vor Backlash durch deren Community und Follower. Ja, Hati, wie ist denn das? Ich glaube, wenn das Video online kommt, hast du schon ein Review zu meiner Palette hochgeladen. Ja. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, wie sehr du mich geroastet hast, aber hast du zu viele nette Dinge gesagt, nur damit ich deins bewerbe am Ende? Also ich habe ja damals das Video zu Boutique gemacht und es war ein sehr sachliches Video und wurde dafür bis heute komplett gecancelt. Mhm. Hand aufs Herz, war so, ist so und ich war dann die Böse. Mhm. So bin ich heute immer noch. Also du hast da schon mal keinen Honig um den Mund geschmiert, damit deins genau bekommen wird? Ja. Also du machst es auch nicht? Nein. Also du bist also halt niemand, der sowas machen würde. Also zum einen würde ich niemanden draggen. Ich bin für Support. Ich bin dafür, füreinander da zu sein, aber deswegen kann ich nicht, nur weil ich diese Person einmal getroffen habe oder 10 Jahre kenne, die Review ändern. Werde immer sagen, oh, das finde ich mega, aber das hätte ich mir vielleicht so gewünscht, weil das mein Bedürfnis ist. Und das ist völlig okay, egal wer was wie wo rausbringt. Es wird immer jemanden geben, dem das nicht schmeckt. So ist es, dem einen schmeckt diese Milchshake-Sorte, den anderen schmeckt das, der andere mag es überhaupt nicht. Und deswegen fangen wir ja nicht an, diese Sachen runterzureden. Ob es bestimmte gute Reviews gab, wo man ein bisschen positiver gesprochen hat. Vielleicht hier und da, um nicht verletzend zu sein, aber nicht aus Angst, dass ich schlecht gereviewt werde. Als ich damals gelauncht habe, war so viel Bullshit im Internet von Leuten wirklich, also querbeet. Ich habe es mir auch nicht angeguckt. Ich habe, ne, denen haben gesagt, da und hast du das gesehen und ich bin da komplett raus, aber habe nicht angefangen, die Leute deswegen zu haten. Ich habe nicht angefangen, die Leute zu bashen dafür, dass sie vielleicht ein Produkt nicht gut gefunden haben oder was es auch immer gewesen sein mag. Ja, deswegen so sehe ich das. Also für mich gilt meine Loyalität, auch wenn das nicht nicht immer von der Community geschätzt wird, meine Meinung. Das habe ich vor allem nach dem Launch auch gemerkt. So, ich war immer ehrlich, immer aufrichtig, aber als es dann drauf ankam, haben die Leute auch drauf geschissen. Da bin ich jetzt auch ganz real. Aber trotzdem hat es sich für mich nicht geändert, weil mein Wesen einfach ehrlich ist. Aber ich würde weder zu gut sprechen, aber auch nie zu schlecht. Ich versuche immer sehr sachlich und aus meiner Sicht und aus meinem Geschmack zu erzählen, ohne jemanden zu draggen. Ja, ist bei mir eigentlich genau das Gleiche. Ich probiere auch einfach ehrlich zu sein und probiere natürlich irgendwie mich so auszudrücken, dass es halt nicht irgendwie, ja, dass es böswillig rüberkommt oder irgendwas, wenn ich eine Kritik habe. Und genauso würde ich jetzt aber auch nichts irgendwie gut reden, was ich nicht gut finde. Ja. Dann würde ich, weiß nicht, würde ich mir einfach schlecht vorkommen. Und ich habe tatsächlich auch gar nicht, es gibt ja gar nicht so, also so viel, was jetzt in letzter Zeit, also ich weiß nicht, wovon die Person spricht, aber ich habe jetzt gar nicht so viel mitbekommen oder zugeschickt bekommen von Personen. Oder irre ich mich gerade? Ich hatte also, ist viel passiert? Ist viel passiert. Du drehst dich zur Seite und das Glitterpigment lächelt mich einfach auf einmal so an und ich habe gar nicht mit gerechnet. Aber ich bin auch nicht wahrlich. Ja, das, was ich getestet habe, war ich immer ehrlich mit, deswegen. Finde ich auch wichtig, also. Hier mal wieder eine leichte Question. Was Sanftes, was Ruhiges für die Seele. Um wieder runterzukommen. Das ist immer wieder klarkommen.
Ich hatte früher stundenlang gewisse YouTube-Videos geschaut, mit der Hoffnung, dass sich meine Augenfarbe verändert in blau. Hattet ihr auch mal solche dummen und oder sinnlose Fantasien? Phasen. I mean, that's a crazy one, to be honest. That's interesting, yes. Ich glaube, mein Face hat judging. Direktion. Ich so, we're not judging at all, but also... We are thinking about it. Nee, jetzt in dem Stil nicht so. Kannst du es nochmal wiederholen? Ich habe kurz den Faden verloren. Waren das YouTube-Videos, wo die Leute gesagt haben, so, hallo, guten Tag, willkommen zurück auf meinem Kanal, schau dir das Video bis zum Ende, dann hast du hellblaue, wunderschöne Augen. Ja. Und dann haben sie so 30 Werbeeinspielungen reingepackt. Wer ist dieser Huren, der dich so belogen hat? Oder war es einfach nur irgendwie so random? Was hatte ich denn? Ich hatte viele dumme, sinnlose Phasen in meinem Leben. True. Ob das sowas war, weiß ich nicht, but... Ja, same. Also, ganz ehrlich, da sind wir doch alle. Ja. Wir alle machen doch irgendwelche seltsamen... Dumm, sinnlosen Sachen. True. Per se fällt mir jetzt nichts Spezifisches ein, aber ich habe... Just so you feel better, yes. Ja, aber ich habe schon manchmal echt weirde Wünsche und Ideen und denke mir halt, ob auch noch alles gut mit mir ist, aber ja. I guess, das gehört ein bisschen zu Entwicklung. Ich war auch immer ein Weirdo. Also mein ganzes Leben, wirklich, 15, 16, 17, 18, ich war immer so ein Weirdo-Kid, immer so eine, wo die Leute dann, wo die cool Kids nichts mit mir zu tun haben wollten, weil ich einfach weird war. Yeah. Also ich habe definitiv komische Sachen gemacht. Ja. Ihr könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr schon so interessante Veränderungs... Und ich möchte wissen, sind deine Augen jetzt blau oder nicht? Ja, true. Very important question. Gab es etwas im Laufe eurer Karriere, das ihr stark bereut, gesagt oder getan zu haben und heute anders machen würdet, beziehungsweise es gerne rückgängig machen würdet? Wenn ja, was? Fällt mir jetzt nichts auf die Schnelle ein, um ehrlich zu sein. Ich auch nicht. Sebastian? Ich kann nur sagen, Fehler sind auch dafür da, Ja. Um sie mal gemacht zu haben. Ich sag euch, die besten Erfahrungen und die beste Veränderung kommen mit den schmerzhaftesten Erfahrungen. Das ist einfach so. Ich bin einfach ein besserer und stärkerer Mensch geworden durch die schmerzhaften Erfahrungen, die ich machen musste. Deswegen no regrets here. Ja, aber ist halt irgendwie auch so. Ich glaube, vielleicht war ich ein bisschen zu nett zu manchen Personen und habe zu viel gegeben. Same. Was jetzt nicht unbedingt auf andere Influencer nur bezogen ist oder sowas. Mhm. Aber einfach, dass ich mich zu viel auch mit Personen umgeben habe, die meine Energie nicht 100% gematcht haben oder die zu viel geraubt haben oder wo nichts richtig zurückkam oder keine Dankbarkeit in einem gewissen Maße da war. Aber ich glaube, that's it. Das kann ich auch so. Das würde ich ein bisschen so bereuen, wo ich denke, das hätte ich vielleicht ein bisschen anders angehen sollen. Mhm. Ja. Wann ist die Mutti wieder back on track? Vermisst ziemlich deine alten Videos, also deine ganze Art. Mochte Hattie lieber als Hattie Schmidt. Wenn du weißt, was ich meine. Und bitte, wieder mehr von deinem Mann. Hört man auch nur noch selten Kommentare beim Drehen. Ja, also das Video ist genau für dich, Maus. Du hörst deine Stimme alle 2 Minuten. Ist doch ein Traum. Also Sebastian ist vor allem nach dem Launch zurückgetreten, weil er ja für seine Aussage ja zerfickt wurde, wenn du so willst. Was, welche war das? Das Piepenbaba. Er ist halt ein stolzer Brand-Owner gewesen. Ja, und es kam zu cocky rüber. Ja, es kam zu cocky rüber. Wir wollen es nicht wieder hochholen, aber genau. Ja, er ist zurückgetreten. Und dann hat er gesagt, ich habe die Schnauze voll. Ich muss den Leuten, ja, also irgendwie so, man war schon verletzt, denke ich, und er hatte da einfach keinen Bock mehr drauf. Ja, ich sag halt auch einfach mal so, Leute finden halt auch gerne etwas, wenn sie was finden wollen. Also, ja, deswegen fühlt man es vielleicht auch nicht mehr so, wie man es früher. Früher ist es ja einfach entstanden. Ich habe beim Drehen mit Sebastian gesprochen und manchmal hat er was dazu gesagt, was halt für das Video sehr gut gepasst hat. Und ich habe es einfach mit reingenommen. Ich habe ja den Schnitt gemacht und das war gar nicht geplant oder so. Es war kein Format, was wir uns ausgedacht haben. Das ist organisch entstanden mit Sebastian. Ja, und ab und zu ist er ja dabei und die alte Hattie ist immer noch da. Klar, damals war ich ein bisschen, vielleicht ein bisschen quirliger. Also die Videos waren so, ja, und also selbst da war ich nicht so die wilde Maus. Weißt du, wie ich meine? Ja, vielleicht ein bisschen einfach, aber das ist halt, du hast schon gesagt, das ist eine normale Entwicklung. Und ich verstehe, dass das sich Personen teilweise halt so die alte hat, die den alten Marvin wünschen, dies, das. Mhm. Aber man ist halt nicht mehr die gleiche Person. Das auch? Ja, natürlich ist es halt so,
wenn man überlegt, ich habe mein Content damals angefangen, ich war so der mega bunte, cute Typ mit seinem Holographic-Rucksack und seinem Holographic dies und das und buntes Haar und keine Ahnung. Und am Anfang war es super Make-up-lastig und Beauty und dann kam halt schnell so andere lustige Personen mit ins Game rein und dann hatte ich mit so Personen wie dir, hatte ich so Make-up-Challenges vielleicht und dann mit Joey oder Oscar auch so andere Sachen, die gar nichts mit Beauty zu tun hatten, einfach nur lustig und aufgedreht. Und ich bin immer noch auf eine gewisse Art und Weise lustig und aufgedreht, aber ich fühle halt teilweise einfach das nicht mehr so ganz so mega übertrieben. So, und so, das ist halt nicht so 100% das, was ich halt noch nach außen transportieren will. Das ist immer noch da. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit Joy wieder was aufnehmen sollte oder mit Oscar sowas, was nicht mit Make-up zu tun hat, dann kommt das auch wieder raus und dann wird es auch wieder geben. Aber es gab es jetzt einfach eine lange Zeit nicht. Auch irgendwo, und ich will es nicht schon wieder sagen, und du hast schon Tina gesagt, aber pandemiebedingt. Man hat dann einfach sein eigenes Ding gemacht, man hat sich gar nicht mehr getroffen. Mein Kanal hat auch viel davon gelebt, dass ich mit vielen anderen Personen was aufgenommen habe. Ich habe immer viel mit Collabs gemacht, weil ich auch viel mit Personen gemacht habe, die ich wirklich gern mochte. Und es waren dann halt auch YouTuber mit Julia, mit Joey. So, Naomi war am Start, du warst am Start. Es war viel und das war auch immer funny. Und ich glaube aber, dass es auch wiederkommen kann. Nur es war halt eine lange Zeit jetzt irgendwie, it wasn't a mood, it wasn't the right timing. Ja, also ich bin auch gewachsen. Also ich fühle nicht mehr die crazy Lady, die ich halt von Zeit zu Zeit in den Videos war. Manchmal kommt sie auch noch raus, aber vielleicht halt auch auf eine andere Art. Also ich glaube, dass die Leute sich einfach mitentwickelt haben und das jetzt so ein bisschen auf einen schieben, so du hast dich verändert, du bist nicht mehr das, was ich konsumiert habe. So, die spielen diesen Ball zu sehr auf eine fremde Person in dem Sinne, weil bei mir all good, ich fühle mich total wohl und so wie ich bin, präsentiere ich mich und so ist es halt. Und ich kann jetzt nicht für den Taste anderer Leute mich verstellen, damit die happy sind, weil dann wäre ich es nicht mehr und dann würden die Leute das auch checken. Ja. Welche Firmen sind für euch gecancelt und warum? Et Hatti, außer L'Oreal. Also L'Oreal benutze ich trotzdem. Es war einfach eine ziemlich strange Person, die da irgendwie diesen Posten hat. Und wenn ein Influencer auf ein Event eingeladen wird und diese Person das kritisiert, dass viele Dinge nicht gut gelaufen sind und du dann piss bist und dann auch noch mit anderen Influencern drüber sprichst, that's not professional. Und das hat dir auch kein Influencer zu erklären. Auch schon many years. Go off, sis. Lieb. Der fast auf dem Tisch. Ja, Alter, weißt du, wie ich meine? Das muss dir kein Content Creator erklären, aber ist es, wie es ist. Mir ist es scheißegal. Ich benutze trotzdem super gerne L'Oreal. Ja, weil im Endeffekt ist es halt auch eine Person, die in der Position war für die Marke und du bist, und man ist mad und ist auch normal, ich verstehe das auch, aber manchmal denke ich mir auch so, boah, diese Person, die ist in der Position, die hat eigentlich gar nichts mit der Marke richtig 100% zu tun und wüsste das jetzt vielleicht der CEO oder was weiß ich was, wäre die Person vielleicht schon längst draußen. So, true, aber true. Ja. So, ich möchte nochmal darauf hinweisen, außer L'Oreal. Also es gibt Marken, mit denen ich generell nicht zusammenarbeite, habe ich schon von Anfang an nicht gemacht. Kommt immer eine Marke dazu, so, dann spricht mich das nicht an, ich möchte das nicht unterstützen, aus welchen Gründen auch immer, safe. Aber es gibt jetzt keine Marke, wo ich sage, also mit denen arbeite ich nicht zusammen. Es gibt sicherlich gewisse Dinge, die vorgefallen sind, wo ich, wenn eine Anfrage kommt, vorsichtiger bin oder dann ablehnen würde, wenn sie mich fragen würden. Aber da ist jetzt nicht niemand, wo ich sage, so, nee, also das ist cancelled, arbeite ich nie wieder mit, kommt mir nicht ins Haus, ist mir noch nicht passiert. Also alle Kooperationen, die ich abschließe, außer dieses Armani, da war auch die in der Position halt total unzufrieden mit dem Job. Ich habe zu viel über das Event gesprochen und zu wenig über die Produkte. Das sind dann halt Leute, die Social Media auch nicht verstehen, die glauben, wenn ich den ganzen Tag so mache, dann wird das gekauft. Dann wird es gekauft und die Leute feiern das. Und das ist halt auch wieder, ich war so enttäuscht. Ich will das aber auch, kannst du es kurz mit meiner Palette machen? Weil ich hoffe, die Zahlen gehen gut hoch. Ja, ja, oh, ich höre es rasseln. Ding, 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 ding. Oh mein Gott, ja. Ja, ja, es ist verkauft. Übrigens schminke ich mich mit der neuen. Ich muss es noch lernen. Du hast sie heute erst gesehen, ja, Gender X Beauty Actually Gorgeous Palette. Es sieht so schön aus auf deinem Auge. Oh, I love it. Aber ich bin noch nicht fertig. Du bist richtig artsy unterwegs. I know. Looks very gorgeous. Cancelled ist halt super, also ein super dramatischer Begriff jetzt. Voll. So, ne? Ich sag mal so, ich benutze halt Jeffree Star Cosmetics Produkte nicht mehr. Same, okay, ja. Ich will einfach nicht mehr. Same. So, I'm gonna use that till it's over und fertig. Ja, seid ihr noch, also das ist auch wieder so eine Frage, ne?
Nee. Was ist damals mit Marvin vorgefallen? Mit wem vorgefallen? Mit Marvin. Marvin, was ist vorgefallen? Uns beiden jetzt? True. Ja. Ah, ja, was ist denn vorgefallen? Ich weiß es nicht. Also das wird jetzt wirklich das ultimative Tee-Video. Ich möchte nicht daneben sitzen, wenn das Drama anfängt. Und mit Marvin war nie was. Also nee, mit uns war nie was, tatsächlich. Genau. Oh. Du duschst so zwischendurch immer, ne, mit dem Ding? Ja, weil jetzt mache ich so diesen Cream Blush drauf. Mhm. Und dann, wenn ich da schon Powder Action habe, du weißt. Wie gefällt es Marvin in der Schweiz? Was mag er an den Schweizern, was nicht? Give us the Switzerland tea. The Switzerland tea is, ich liebe of course die Natur. Aber nein, ohne Witz, es gibt dort Orte, ich hätte niemals gedacht, dass es in der Schweiz welche Orte gibt, weil sich die Schweiz auch nicht so krass nach Auswandern angefühlt hat, weil es kulturell schon sehr ähnlich ist. Ich würde sagen, es gibt eben so ein bisschen so Süddeutschland-Vibes. Ich mag die Natur, ich mag, dass die Leute ein bisschen reservierter sind, ein bisschen zurückhaltender. Ja, ich merke schon, also in Berlin war es schon krass. Wenn ich Zuschauer getroffen habe, boah, teilweise, kommt natürlich auf den Tag drauf an, ne? Ich mag schon euch zu treffen, aber wenn halt so Mäuse dabei sind, die super hysterisch. Mir dein. Wenn so Leute kommen, die super hysterisch sind und so rumkreischen und sowas und das jeden fucking Tag die ganze Zeit, weil du in Berlin bist und da sind immer neue Touris, die nicht aus Berlin kommen. Mhm. Im Gegensatz zu, du wohnst irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen außerhalb Zürich auf einem Dorf, wo dich so nach, keine Ahnung, ein paar Monaten gefühlt jeder mal gesehen hat und es ist dann nicht mehr so ganz mega special und die Leute sind entspannter. Mhm. Makes a difference. Okay. Und auch sonst, wenn ich in Zürich unterwegs bin, die Leute sind einfach ein bisschen zurückhaltender, die Schweizer. Das finde ich ganz angenehm. Dann natürlich vermisse ich so ein bisschen das offene und ein bisschen das more funky Dingens-Vibe aus Berlin. Ich benutze Tietje Schmidt Labs. Hättest du dir vorgestellt, dass wir jemals zusammen mit unseren Brands ein Video machen? No, this is fucking iconic. It's the best. Und gerade wenn ich das hier angucke, weil die Reflections sind wirklich cute. Ja, das mag ich an der Schweiz, das mag ich nicht so an der Schweiz. Ja, klar, ich mag halt schon... Das heißt nicht so in der Schweiz. Ich mag halt lieber in Berlin, das ist halt wirklich so super ja, offen und multikulti und viele so ausgefallene Leute rumlaufen als ausgefallen. Also so Personen, wo du denkst, wow, krass, so uniker Style. Das ist dann halt in Zürich dann ein bisschen weniger als in Berlin, aber es gibt auch dort coole People. So overall, I'm very happy. Mhm. Hast du es jemals bereut, irgendwie gegangen zu sein? Nee, das gar nicht. Also ich bin wirklich sehr glücklich. War wirklich beste Entscheidung. Schön. Könnt ihr euch das Influencen bzw. den Job in 15, 20 Jahren vorstellen? Ja, also schon. Angepasst halt aufs Leben, oder? Angepasst. Also ich denke mir jetzt so, wahrscheinlich nicht mit den gleichen Videos wie jetzt, aber das einfach zu teilen, why not? Ich gucke mir einfach so Muddis auf TikTok an, wo ich mir denke, Alter, du bist die geilste Sau ever, du bist 65 und hast einen krassen TikTok-Account. Ich will diese geile Nudde in 50 Jahren sein. Same, kommt, rechnen technisch nicht ganz hin, aber auf jeden Fall. Ich denke mir so, wenn ich dann später so richtig der alte Legend bin, so 55, 60, 70 immer, weißt du, so richtig grown up und dann sind da so junge Kiddies, die mich angucken, wie ich da meinen Eyeliner ziehe, dying. Actually, einfach nur legendary. I'm in, also wirklich. Muss ich wirklich zu 100% sagen, ich folge auch einer asiatischen Luxus-Influencerin, die wirklich nur High-End, also wirklich so Chanel-Taschen, Hermes-Taschen, das teuerste Make-up vom teuersten und ich liebe es, wie sie sich ist die auch schon erwachsen, so meinst du? Ich glaube, die ist schon in ihren Ende 50ern. Mhm. Aber, boah, feiere ich des Todes. Also, ich bin auf jeden Fall noch dabei. Ihr habt mich halt auch noch ein bisschen hier, ne? Also, beruhigt euch alle. Ich bin noch ein bisschen da. Ja, wer so weiß, Gott was will. Kommt. Ich bin wirklich gespannt, wie es dann am Ende ist. Mhm. Ob du wirklich noch da bist oder ob du sagst, boah, gar keinen Bock mehr. Over it. Nochmal 50 Skandale gehabt, 30 Cancellations. Also so, eigentlich dann. Hatte ich nie was, nee, muss ich sagen. So, hatte Jim, du wolltest nie was an dir machen. Warum dann die Lippen doch? Also dazu habe ich mich auch schon richtig oft geäußert in Stories, in Fragen-Antwort-Videos. Aber wenn jetzt die Filler Queen neben dir sitzt, die Plastic Surgery Maus des Jahres 2022, kannst du noch mal raushauen. Komm, also, kurz und knackig. Kurz und knackig. Ich hatte ja schon vor jetzt über 2 Jahren, ja über 2 Jahre eben schon immer mit einem Gedanken gespielt, boah, wenn ich so meine eigenen Make-up-Looks angeguckt habe, was ich immer das Gefühl hatte, oh, ich würde mir das hier gerne auffüllen lassen, habe ich ja dann auch immer öfter in Videos gesagt, ich so, oh, wenn, dann würde ich hier. Und dieser Gedanke wurde halt immer größer, dass wenn ich mein eigenes Bild gesehen habe, womit ich halt jeden Tag mehrmals
konfrontiert bin, weil das ja mein Job ist auch, den ich liebe, ist es halt, also dieser Gedanke ist immer größer geworden, aber ich hätte es halt nie gemacht, weil ich nicht gewusst hätte, zu wem ich gehen soll. Ich kannte immer nur auch dieses extreme Bild von Filler und irgendwann slidete eben... ja, es gibt schon krasse. Also, ja, weiß, du warst schon doll, ja, aber es gab auch Spaß. So, ja, ja, was ja, Lippen halt angeht. Ja. Aber ich wollte nur kurz, weil ich hatte auch eine krasse Fillerphase, wo meine Lippen waren auch mal wesentlich krasser noch und so. Deswegen habe ich auch Spaß auf mich gezeigt. Ich weiß, welche Beispiele. Du meinst natürlich nicht mich, because I never looked bored. Ja, und dann slidete eben die Dr. Amy in meine DMs. Und sie meinte, ja, ich ziehe nach Berlin, hast du Zeit und Lust? Und ich so, ja, klar. Und in diesem Treffen meinte sie, oh, bei dir die Lippen und so. Und ich war so voll schockiert, dass sie mich so angesprochen hat, weil ich dachte so, chill mal deine Base. Und dann bin ich nach Hause und habe das Wasser erzählt. Wir waren beide erstmal so, okay. Aber dann dachte ich mir, okay, ich habe ihre Arbeit gesehen. Und ja, und dann dachte ich mir, weißt du was, ich probiere es jetzt einfach aus. Und so habe ich mich, dazu gebracht und muss sagen, dass ich mit meiner Entscheidung super, super happy bin. Und du hast ja auch Baby-Steps gemacht. Das oder? Also, sowieso. Was heißt Baby-Steps, aber du hast halt langsam angefangen und du hast für dieses Ergebnis, was du jetzt hast, 3 Sitzungen, glaube ich, gemacht, drei hast du gesagt. Sitzungen, ne? Und so habe ich das damals, als ich angefangen habe, auch gemacht. So und richtig so Step by Step, um sein. Zu sehen, wie es aussieht und nicht von null auf so. Ja. Das würden meine Lippen gar nicht mitmachen, mal fernab davon. Also ich habe ja so einen kleinen Mund. Ja, also so das ist jetzt schon Mund. Maximum und das sieht auch toll aus. Und ja, da würde ich auch niemals machen. Ja, das ist so, gerade auf Social Media auch so ein Phänomen. Du sagst was und wenn es dann in 2 Jahren nicht mehr relevant ist, dann ist so, was ist passiert? Du hast doch vor 2 Jahren in dem Video das gesagt. Ja, Leute erinnern sich. Ja, weil halt vielleicht für viele halt dann auch irgendwie so der Faktor war, die haben sich dadurch so bestätigt gefühlt, dass sie das nicht brauchen, weißt du? Ah, okay, und ja, dadurch, dass du es dann gemacht hast, war es so, mein Gott, so mein Idol, weshalb ich gesagt habe, nee, ich brauche das nicht. Was man ja verstehen kann, aber im Endeffekt, man macht es ja so oder so nicht für andere. Also du solltest ja immer du für dich machen. Und ich persönlich jetzt zum Beispiel kann es noch mehr nachvollziehen, weil du halt auch einfach, du liebst halt Make-up. Und als ich das damals angefangen habe zu machen, war es halt auch, ich will mehr Platz haben, um zu schminken, um eine Ombre-Lip zu machen und sowas. Es war nicht nur von wegen, oh mein Gott, sie sind mir zu schmal, sondern ich habe gar nicht so viel Platz zum Spielen. Mhm. Aber anyway, ich will jetzt nicht so mega deep reingehen, aber das war auch bei mir. Deswegen, ich verstehe es halt trotzdem, wenn man, vor allem wenn du gesagt hast, beim Schminken ist dir aufgefallen, ah, da wäre irgendwie vor allem nice. Auf Bildern. Ja. Alles, was ich gepostet habe, ich habe immer so, so. Ich hatte ja nie Insecurities wegen meinen Lippen. Ich fand meine Lippen immer toll. Aber ja, sie haben den aktuellen Schönheitsstandard nicht entsprochen. Aber also ich habe damit gelebt. Ich habe mir da auch nie Gedanken drüber. Ich habe nie in den Spiegel geguckt und so, oh mein Gott. Aber ich dachte mir immer, so weil... Und ich habe es ausprobiert. Genau, das habe ich auch gedacht. Ich bin 35 fucking Jahre alt. Yeah. I'm a grown ass woman. Und ich entscheide das, was ich mit meinem Körper mache. Ja, that's that. Lieb's. Warum hat Marvin unseren Match bei Tinder aufgelöst? Cool. Ich zeige das Profil und ich persönlich würde darauf tippen, dass du Marvin noch heute falsch schreibst. Daran wird's gelegen. Ja, das ist ein richtig netter. Wer? Ja. Ich muss jetzt erstmal, wo ist mein Handy? Ich muss erstmal suchen, weil das Bild... Erstmal auf Tinder, ja, nee, das Bild sagt mir halt nichts. War wahrscheinlich nicht das Tinder-Bild. Nein. Ist halt die Frage, war es wirklich ich oder war es ein... War es ich oder wer war's? War es ein Fake-Account? Gibt's ja auch. Ich war aber auch teilweise auf Tinder, also... Also could have been, but... Let me check that real quick, huh? Ich hab gesagt, keine Ahnung. Vielleicht ich kenn den Dude nicht. Ah doch, komm mir bekannt vor. Oh, Queen of the Website. Ich glaube, keine Ahnung, vielleicht hat mein Tinder gelöscht. Hi, Michael. I don't know. Ich hasse halt einfach Dating-Plattformen. Ach, I cannot. Ich kenne mich da nicht aus. I cannot do it. Ja, sei froh. Ich habe leider keine richtige Antwort auf das. Hier, die Idee finde ich natürlich auch sehr interessant. Können wir auch umswitchen, weil die Person wusste ja noch nicht, dass Marvin jetzt auch ein Label hat. Ja. Hatte du... Was? Ist gut, ich habe nur meine Palette gedroppt. Du machst auch alles für Promo. Ja, wirklich. Oh mein Gott, guck mal. Ah, sie fällt runter. Ah. So richtig. So richtig. Ah. Und die Wimper. Ah. Und das Pinselset. Ah. Okay. Anyway, ja. Ganz ruhig. Zum Glück hast du keine Nachbarn so richtig hier. Hast du Nachbarn? Nur da draußen irgendwo, ne? Ja, da draußen irgendwo. Longani.
Da lungern die, warten auf den nächsten Hatice Schmidt-Skandal. Die Frage, Hatice Schmidt Labs x Marvin? I would love that, to be honest. That could have been a thing. Man kann natürlich auch einen Schuh aus Hatice Schmidt Labs x Gender x Beauty. Ja, ja, gestaltet sich jetzt schwierig, ne? Also jetzt aktuell. Bist du in deinen Projekten, ich in meinen, aber ich sag mal, wer weiß, was morgen ist. Ich bin offen für alles. Ich kollaboriere heute immer noch mit Brands und ich krieg auch Hatice Schmidt Anfragen. War noch nicht das dabei, was ich so von Herzen möchte, aber wenn es kommen würde, I'm here. Call me. Aber Hatice, würdest du auch so ein Fashion-Label oder sowas rausbringen? Das fragen mich so viele. Ja. Ich zum Beispiel liebe ja auch Fashion, weil es gibt ja auch so Corporations, so, keine Ahnung, Make-up-Marke mit so anderen Marken, nicht unbedingt Beauty, sondern es gibt ja auch so Brand-Collaborations oder so. Ja, also da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ist ja auch interesting. Also hätte ich die Kapazitäten so teamtechnisch, würde ich mir den Schuh komplett anziehen. Auch Brillen, Schmuck, finde ich super geil. Gibt es einen Grund, warum du ihr bestimmten Influencern nicht mehr zurückfolgt? Es gibt immer irgendeinen Grund, warum ich... weil ich mir so dachte, was soll ich sagen? Es gibt immer einen Grund, warum ich einer Person nicht folge. Aber ich weiß jetzt halt nicht, um wen es geht. Aber ich folge halt im Endeffekt Leuten, wo mich der Content inspiriert, /oder, wo ich die Person einfach privat kenne und sehr gern mag. Und meinst du Business, oder? Business. Related schon, oder? Hast du nicht so ein paar Follower? Ich habe auch ein paar Personen, denen ich folge, wo ich sage, hey, die mag ich privat ganz gerne. Ich fühle den Content jetzt nicht mehr so 1000%, aber ich entfolge jetzt nicht, weil ich nicht der Person das Gefühl geben will. That's me. Dass ich der Person nicht das Gefühl geben will, dass ich die jetzt nicht mehr mag, sondern mir gefällt der Content vielleicht einfach nur nicht mehr so richtig. Oder ich habe sie auch zum Beispiel auf stumm geschaltet, weil der Algorithmus einfach fucked up ist und ich möchte wirklich ehrlich gesagt sicherstellen, dass ich die Leute sehe, die mich wirklich am meisten interessieren und mir wichtig sind. Und wenn eine Person dabei sind, wo ich sie nicht sehen muss, dann schalte ich halt mal stumm. Aber in den meisten Fällen entfolge ich auch Leuten, wenn es mir wirklich nicht mehr passt und da keine krasse Connection ist. Ja, also ich bin gar nicht nie böse gemeint. Also klar, manche Leute gebe ich halt einen Fick und entfolge einfach. Ist gar nicht böse gemeint, manchen gebe ich einen Fick und einen Volk und bei manchen ist halt auch einfach, it's nothing personal. It's not personal, it's a Scorpio thing, I guess. Kann sein. Also die Leute entfolgen mir ja dann auch und ich kontrolliere das auch nicht nach und das ist auch völlig fein, die Reaktion darauf, also chillig. Ich mache mir da nicht so eine Platte. Queen. Ich gehe manchmal meine Follower und denke mir, wem kann ich entfolgen? Nur habe ich andauernd. Aber das Ding ist, I broke it down to the bare minimum. Und es sind, okay, jetzt mittlerweile bin ich wieder gefolgt. Ich schwöre bei Gott, es sind 20, die ich jetzt in letzter Zeit vielleicht gefolgt bin ungefähr, oder 15. Ja. Aber ich komme um Gottes Willen nicht unter 480 oder so. Ja, weil dann it's getting critical, you know? Nee, weil das sind alles Personen. Ich muss schon sagen, ich bin viel rumgekommen auf der Welt. Mhm. Ich kenne viele Leute auch so irgendwie international, UK, USA, was weiß ich was. Mhm. Und es sind so viele Leute, wo ich sage, nee, ich kann denen nicht entfolgen, ich mag die an sich schon ganz gerne oder ich habe die mal irgendwie persönlich getroffen. I cannot do it. Mhm. Cannot do it. Mhm. So, ja. Ich komme da nicht runter, weil ich wäre gern so eine Person, die nur 100 Leuten folgen würde, weil dann wüsste ich auch wirklich, ich sehe so gut wie alles, wenn ich ein bisschen scrolle. Siehst du, deswegen behalte ich diese Zahl auch klein, weil ich dieses fucking Social Media auch so nutzen möchte, wie ich es nutzen möchte und nicht so, wie Leute mir vorschreiben, wie ich es nutzen soll. Die denken dann so, ja, denkst du, du bist cool, weil du nur 98 Leute folgst oder keine Ahnung wie viel. Und dann denke ich mir so, ja, aber ich könnte heute locker 60 Leuten folgen und ich würde... Das wäre mir egal, aber ich kann nicht, weil... Drama. Ja, also... Es ist nichts Persönliches. Ich schwöre bei Gott nicht. Ich habe mit keinem Beef. Es ist mir einfach wirklich von Herzen egal. Das liebe ich, wenn man das so sagen kann. Und das auch so ist. So, hatte ich schon. Ich schon wieder. Hatti, bereust du das Video, wo du deine Marke bzw. deine ersten Paletten vorgestellt hast? Es gab ja ziemlich viel Kritik, wie du dich ausgedrückt hast, vor allem im Hinblick auf den darauffolgenden Reviews der Leute. Kannst du die negative Kritik der Leute auf dein damaliges Auftreten im Video verstehen?
Okay. Also ich bereue meine Videos absolut nicht. Am Ende habe ich nur das gemacht, was 100 andere vor mir gemacht haben, in einer viel krass selbstbewussteren Art und Weise. Aber warum gerade mir das so ausgelegt wurde, war einfach für mich auch so, wow, okay, what's happening? Und am Anfang war es ja, boah, wer denkst du, wer du bist, der Preis oder... Dann kamen ja auch die Bestellungen und die Leute so, was ist das, 55 Euro und so. Auch das habe ich nicht verstanden, weil, also, ich kann verstehen, dass Leute nicht verstehen, wie ein Preis entsteht und, oder dass sie bei einem Influencer, Creator, whatever, dann denken so, boah, das ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Kann ich auch verstehen, aber so ein Preis entsteht halt auch nicht, wo ich stehe morgens auf und denke mir so, oh, 55 Euro für eine Palette, ist das supi. So funktioniert es halt auch nicht. Aber ich denke mir, am Ende ist es auch nicht meine Aufgabe, alles runterzubrechen. Also Kritik kommt immer, vor allem eben mit Leuten in der Öffentlichkeit. Das bringt eben dieser Part, den man macht, auch mit sich. Es gab auf jeden Fall konstruktive Kritik, dass die Leute sich gewünscht haben, dass als ich das gelauncht habe, und gesagt habe, so, und die Paletten sind limitiert, aber ich zeige euch dann am Donnerstag, weil ich glaube, das Video ging Sonntag online. Ich habe gesagt, Donnerstag zeige ich euch Swatches und alles. Und, aber ihr könnt jetzt schon kaufen, war für manche, warum auch immer, auch da spreche ich mit super vielen Leuten, die sagen, also ich habe das komplett richtig verstanden, ich fand das nicht schlimm. Aber dann gibt es eben Leute, die das sehr schlimm finden oder komisch fanden, so ein bisschen so, ja, kauft es, aber ihr habt es noch nicht gesehen. So nach dem Motto, ich verkaufe den so die Katze im Sack, aber das war nie so gemeint. Und das war auf jeden Fall eine Kritik, die ich zu Herzen genommen habe, die ich in anderen Launches nie wieder machen würde. Habe ich ja dann auch mit dem Bronzer und Highlighter nicht gemacht. Also man hat auf jeden Fall dazu gelernt von der konstruktiven Kritik, die ich mir auf jeden Fall auch zu Herzen genommen habe. Aber den ganzen anderen ziemlich großen Bullshit und diese... Also ihr müsst euch auch am Ende vorstellen, das darf man auch nicht runterspielen, es waren 5 Wochen Cybermobbing. Und die Hälfte von dem, was gemacht wurde und auch produziert wurde, hätte ich auch wirklich zum Anwalt geben können. Und dann wäre es für die Person teuer gewesen, weil es war nicht nur rufschädigend, es waren eben auch Tatsachenbehauptungen. Ne? Also eigentlich war es von meiner Seite nett und zurückhaltend, die Leute nicht ins Feuer geworfen zu haben, weil ich einfach mental gar nicht die Kraft hatte, mich damit jetzt noch zu beschäftigen. Wir hatten ein super schlechtes Shop, eine Shop-Agentur, die den Shop gemacht hat. Da gab es eben noch diese Verspätung mit der Lieferung eben halt. Aber ansonsten kann ich euch sagen, dass der Hate im Internet, also von den Negativstimmen sind immer lauter. Guck mal, wenn zum Beispiel ein Bild gepostet wird und da ist irgendwas Negatives, Kritik, so irgendwie... Ne? Dann hat es generell mehr Likes, als wenn da jemand schreibt, boah, du bist voll schön oder ich liebe dich. Sowas hat nie so viel aufmerksam wie negative Dinge und so ist es eben auch bei uns passiert. Das hat sich so aufgebauscht, weil im Hintergrund hatten wir einen sehr erfolgreichen Launch, sehr gute Verkaufszahlen, unser Produkt ist so gut angekommen, aber diese Leute waren nicht so laut wie die Leute, die eben auf meinem Nacken auch ein bisschen Klicks machen wollten. So, und auch das gehört wahrscheinlich so ein bisschen dazu. Es war unfair und also ich habe definitiv aus dem Launch gelernt und bin auch dankbar für die konstruktive Kritik, die mitgekommen ist. Ja, deswegen kann ich jetzt... Bereust du dein Video nicht? Bereue ich mein Video nicht, nein, definitiv. Aber hätte man was besser machen können, definitiv, aber das denke ich mit allen Dingen. Mit allen Dingen, die ich mache, ja. Denke ich mir, das hätte ich besser machen können. Daran habe ich nicht gedacht und am Ende hätte Fahrradkette... Und ich bin einfach auf der Seite von den Leuten, die mich supporten, die hinter mir stehen und darauf konzentriere ich mich. Ich konzentriere mich auf die guten Dinge, denn die waren größer. Juliet, wie du ja schon sagst, ist ja nicht zu verleugnen, dass doch Mobbing war und auch jemand, der dich supportet und das gar nicht schlimm fand, hat das trotzdem vielleicht in Erinnerung und denkt sich so, mein Gott. Einige Screenshots. Ja, glaube ich. Ja, und da kann man nicht sagen, dass das in irgendeiner Art und Weise Kritik ist, aber gut, ja. Nee, aber so Leute, die halt einfach sich wirklich gedacht haben, boah, die Arme, ja, voll genau. Ungerechtfertigt, die haben das auch noch im Kopf. Ja, ist so. Ich habe sogar Entschuldigungsschreiben bekommen mit Brief. Echt? Die sich entschuldigt haben, dass sie damals bei diesem Mob mitgemacht haben. Krass. Überleg mal. Am Ende müssen sich die Leute eigentlich die Frage stellen, was habe ich mit der Psyche einer anderen Person gemacht? Die dürfen mir eigentlich gar nicht die Frage stellen, bereust du oder was findest du, was hat es mit dir gemacht? Sondern die müssten eigentlich sagen, Alter, was habe ich dieser Person eigentlich angetan? Fällt es euch inzwischen schwerer rauszugehen oder aus den Menschenmassen zu mischen? Ja. Durch Corona oder durch
Oh, Star-Allüren. Ja. Star-Allüren. Actually beides. Also ich bin ganz ehrlich, also selbst wenn jetzt von mir aus wirklich seit Corona kein krasser Social-Media-Hype auf den Plattformen ist, so um mich oder sowas. So und jetzt, wie man es halt von früher kennt. Ja, genau. Und ich meine, ich war nun auch einfach wirklich ein Jahr lang so gut wie weg. Habe jeden Monat einen Post gemacht, den ich noch irgendwie vorbereitet hatte, gefühlt, auf Instagram. Und dann 3 Monate komplett Pause. Ist eine andere Zeit für mich. Dennoch werde ich auch immer noch jeden Tag, an dem ich rausgehe, erkannt und angesprochen. Und ich merke, dass sich, was diesbezogen angeht, nichts verändert hat, wenn ich draußen bin. Und ich meine, ich mache das seit 8 Jahren, wirklich Zeiten, wo ich auf meinem krassen Peak war bis jetzt. Ich würde auch sagen, es war mein Vorwort, weil der richtige Peak wird noch kommen, but mein bis jetziger Peak. Und ich dadurch halt auch einfach so viel angesprochen wurde und bei mir sich das schon entwickelt hat, dass ich, wenn ich rausgehe, Anxiety Attacks schon bekomme. Also ich bin schon so, ich laufe und ich habe immer das Gefühl, gleich spricht mich jemand an und jeder sieht mich und ich muss darauf achten, wie ich aussehe. Und ich habe das schon extrem, weshalb ich auch nicht so gern unbedingt rausgehe, weil ich weiß, dass ich auch immer noch angesprochen werde. Und keine Ahnung, ich bin da schon ein bisschen knackse weg. Und Corona hat da ehrlich gesagt wirklich nochmal ein bisschen eine Schippe draufgesetzt. Das hat sich bei mir jetzt wieder beruhigt, ich denke da nicht mehr dran. Jetzt ist es nur noch das Normale wie vorher, so mit Zuschauern treffen und so und keine Ahnung was, weil man hat nun mal ja auch nicht jeden Tag den Mut dafür, jemanden zu treffen oder fühlt sich vielleicht auch wirklich einfach nicht wohl. Oder sieht man kurz scheiße aus, weil man sich beeilen muss oder irgendwas. Aber ich habe das auf jeden Fall. Und du? Also ich habe schon so eine Social Anxiety entwickelt. Ich gehe ja auch so zum Psychologen, / Coach. Redest du darüber offen? Ja, also, es geht auch vor allem mitunter um Social Media. Mhm. Also halt Druck als Brand Owner, weil für die Leute, das ist so, oh, die haben ausgesorgt, denen geht's gut. Das ist halt alles nicht so der Fakt. Und dieser Druck, in der Öffentlichkeit zu stehen und auch seine eigene Marke zu haben, wird das ja nicht so gesehen wie, oh, sowas, da ist sowieso alles gut, weil wenn du es dann machst, dann ist das viel, wird das viel kritischer beäugt. Kommt halt immer darauf an, wer du bist und wie die Leute sind, die dir zuschauen. Und ja, das hat in mir schon viel gemacht, auf jeden Fall. Ja. Und du redest, redest du auf deinem Social Media über so Therapie und sowas? Nee, gar nicht. Gar nicht? Hast du das jetzt zum ersten Mal so geäußert? Ich habe es, glaube ich, schon mal in so einem Livestream oder so gesagt. Ich mache daraus jetzt auch kein großes Thema. Möchte ich auch nicht. Also ich möchte auch mit niemandem drüber sprechen. Nicht groß drüber sprechen, ja. Genau, aber... Nein, aber weil ich finde es sehr cool, wenn jemand wie du halt auch einfach sagt so, hey, ja, ich bin in Therapie und ich gehe dahin, weil ich was habe, weil ich finde es halt cool, weil viele reden halt nicht darüber. Und das ist halt irgendwie was Normales. Also viele gehen zum Therapeuten und ich finde es halt cool, wenn man das einfach mal sagt, so hey, ja. Also ich habe halt auch kein Ding an der Waffe und niemand, der da hingeht, hat ein Ding an der Waffe. Ja. Also das ist völlig verschiedene Paar Schuhe, aber ich habe eben durch den Lounge und durch dieses Brand-Owning und einfach den Druck, habe ich meine Gedanken nicht mehr ordnen können. Also mir ging es total gut. Ich bin weder depressiv noch irgendwas, aber ich hatte das Gefühl, schaffe es selber nicht mehr, meine Gedanken zu ordnen. Deswegen habe ich mir halt auch jemanden gesucht, der eben auch das Coaching macht, aber eben auch Psychologe ist. Und das hilft mir total. Also das geht so zum Beispiel, dass ich zum Beispiel nicht mehr so gerne rausgehe. So, dass ich zum Beispiel nicht so offen auf Leute zugehen kann und mich das in meinem Job manchmal schon stört. Und dann gucken wir, okay, woran kann das liegen, was kann ich besser machen? Und dann lerne ich halt mit diesen Situationen so ein bisschen besser umzugehen. Also eigentlich arbeite ich nur an mir selber. Ja. So. Also eher ist es sowas. Und damit bin ich halt voll fein. Ja, ist auch voll gut. Also finde ich super. Aber ich habe tatsächlich eben diese Social Anxiety entwickelt. Für mich ist es mittlerweile schon schwierig rauszugehen. Also es ist auch ein bisschen eben durch Social Media. Ich werde gerne angesprochen, ich habe damit kein Problem. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, manchmal fühlt man sich nicht danach. Und dann musst du aber performen. Weil dann könnte die Person ja sagen, ah, die war so und die hat nicht Hallo gesagt. Die hat gesagt, nein, wir machen kein Foto. Also oder man fühlt sich auch schlecht. Also ich habe auch das Ding, weil ich mir denke, dann ist es jetzt von mir aus ein Zuschauer, der dich seit Jahren verfolgt, voll toll findet, die ganze Zeit supportet und der trifft dich jetzt einmal in seinem Leben gefühlt. Kann sein, das ist wirklich das einzige Mal im Leben und du hast einen schlechten Tag
Und die Person bekommt das Gefühl, du bist gar nicht so, wie die Person dachte, du bist. Und dann denke ich mir so, boah, nee, das kann jetzt, also so das kann ich halt jetzt auch nicht sein. Also, ne, das will man ja auch nicht für Personen. Und dann muss man sich ein bisschen mehr zwingen, halt so outgoing zu sein. Genau. Und ja, dann bin ich zum Beispiel im Restaurant oder wir gehen frühstücken und dann werden halt Fotos gemacht von ganz weit hinten in den Tischen und so. Also man ist schon unter Beobachtung, aber ja, ich lebe damit. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe einfach jemanden, der mir hilft, so meine Gedanken aufzuräumen. Ich bin halt ein sehr Gedankenmensch so, ne? Ja, halt so super deep und ja, manchmal ist es overwhelming und dann hilft mir halt jemand, das einmal kurz aufzuräumen. Sounds good. Du siehst übrigens geil aus. Danke. Siehst sehr geil aus. Die Lashes stehen dir bei dem Look wirklich sehr gut. Ja, also auch hier Thema Menschenmassen war noch nie mein Favorite. Das ist jetzt nicht nur mit Social Media gekommen. Aber ja, ich bin heute nicht so gerne in Menschenmengen. Das stresst mich extrem. Aber wenn es sein muss, mache ich es auf jeden Fall. Und ich habe oft Situationen, in denen es so ist. Aber wenn ich sie in meinem Alltag vermeiden kann, tue ich das gerne. Ja, aber wenn ich dann performe ich richtig gut. So, ich muss aber erstmal reinkommen in dieses Environment. Habt ihr das Gefühl, dass die Beauty-Community genau so toxisch ist wie damals? Also ich fand sie nie toxisch. Ich denke einfach, die Amis haben ein bisschen Ding an der Waffel. Ne? Die also beziehst du dich bei dieser Frage, beziehst du dich nicht mit ein, sondern denkst direkt einfach an US-Beauty-Community? Wenn ja, weil das wurde ja, das ist ja daraus entstanden, also daraus wurde es gemacht. Ich habe die deutsche Community nie so empfunden. Jeder hat so sein Ding gemacht. Ja, die deutsche Beauty-Community gibt's halt irgendwie gefühlt auch gar nicht mehr richtig so als Community. Wir haben noch so ein paar, die halt so Beauty-Content mehr oder weniger noch machen, wo ich echt sagen muss, du bist halt eine der wenigen, die mir jetzt einfällt, die wirklich so krass Beauty durchzieht. So die meisten, die dazugehören und ich möchte da niemanden disrespecten, weil ich bin nicht so richtig mehr im Game und schaue, was alle machen. Aber ich weiß zum Beispiel, Jolina macht jetzt nicht mehr jede Woche ein YouTube-Video about Beauty auf ihrem YouTube-Kanal. Ich nicht. Ich weiß auch sonst nicht, wie es ausschaut mit den anderen Beauty-Mäusen, ob die einfach nur auf anderen Social-Media-Kanälen so durchziehen, aber ich weiß nicht, gibt es da noch so krass viele? Haben wir so eine krasse deutsche Beauty-Community noch? Das ist nicht so konsumiert, auch hier gar nicht so böse oder so, ne? Man hat ja so seinen eigenen Taste. Also das entstand ja eigentlich, ich fand so durch Jeffree Star, James Charles und so eher so diese Clique MUA. To the MUA. So, she was watching them all. Ja, Laura Lee. Und ich habe die alle noch nie so krass konsumiert, dass ich überhaupt dieses ganze Drama verstanden habe. Irgendwann war es da, es ging durch die Welt, aber ich weiß bis heute nicht, was eigentlich passiert ist. ich empfand sie nicht toxisch. Also, was ich noch viel toxischer finde, sind die Skincare-Leute. So, also TikTok und Instagram, ich weiß nicht, worauf die alle so sauer sind, aber die sind ziemlich sauer. Und ja, alles ist so. Scam, alles ist Betrug, alles ist schlecht, alles scheiße. Da habe ich ja zum Beispiel mal gar nichts mit am Hut. Ja, ich auch nicht, aber es poppt irgendwie also, immer auf. Also ich folge einem Kumpel, dem Son, Mr. Skincare. Also ich TikTok. Liebe Skincare, aber ich... Und das war's. Mehr bekomme ich nicht mit von Skincare. Ich wusste nicht, dass es da so eine krasse Community gibt. Ja, also was mir teilweise auf TikTok angezeigt wird, also... alle so wütend. Also wirklich gefühlt alle, also alles, was mir angezeigt wird, sind immer so, und die werden verarscht. Ich denke, weil Wut-Content gut funktioniert. Ja, ich denke auch. Also die sind so... Okay, schlecht funktioniert, Angst machen funktioniert, alles ist ein Scam, alles ist eine Lüge, alles Lügner und Betrüger, funktioniert nicht, dieser Inhaltsstoff ist drin, Müll, Und dann denke ich mir so. Aber weißt du, das ist auch ein bisschen, glaube ich, das Problem, weil wenn du jetzt davon sprichst, dass es auf TikTok so krass ist, TikTok ist halt so eine Plattform, wo das Negative ganz schnell mega in den Fokus rückt, weil das halt die Top-Kommentare sind. Und wie du schon sagst, das ist das Kommentar, was oben steht, das ist das meistgelikedeste. Yeah. So, es geben sich viele Mühe, wirklich dramatisch zu kommentieren oder sowas, damit das das Top-Kommentar ist. Und bei YouTube musst du wenigstens noch ein bisschen weiter runterscrollen, um Kommentare zu lesen. Bei TikTok ist es wirklich so ein Klick, zack, und du siehst es sofort, wer ist Top-Kommentar. Und ich habe das Gefühl, dadurch rasten Leute auch ein bisschen mehr aus. Und ein bisschen alle mehr wollen durch. Am Ende doch ein bisschen Fame, so. Ja. Alle wünschen sich diesen Moment. Ja, I guess. I don't know. Und alle sind so der Messias. Alle sind so
der Prophet, so ich leite euch jetzt ins Licht, nur ich sage die Wahrheit, nur meine Skincare-Tipps, nur meine Inhaltsstoffanalysen sind die Wahrheit. Und wenn es für andere funktioniert, dann lügen die euch an. Das ist irgendwie so der Tenor und ich denke mir so, what? Was war eure erste Reaktion beim Wiedersehen oder der erste Gedanke? Boah, ist die hässlich geworden. Ich habe mich eigentlich nur gefreut. Same, actually. Und ich habe so geguckt, ich so, mein Gott, wo ist ihr Auto? Weil ich kannte dein Auto noch nicht. Ich so, yeah. Where is she? Weil sie geschrieben, ich bin draußen. Ich so, okay, klack, ich war draußen. Ich so, where? Und dann habe ich mich einfach gefreut, als du pulled up to my front yard. True, also ich fand halt einfach nur schön, dass wir da angedockt haben, wo wir aufgehört haben. Ja. So hat es für mich einfach angefühlt. Nur fühlt sich auch so an, es fühlt sich ehrlich gesagt an. Guck wie immer. Dir die Bitch an, klaut meinen teuren Raffer-Pinsel. Wir haben genau da aufgehört, wo wir aufgehört haben, beim Stehlen. Wer aus der deutschen YouTube-Szene ist fake? Auch gerne mit geschehenen Szenarien. Ich liebe euch beide. Oh. I really want to see Hatice Schmidt. True. She's the fake. Ich glaube, jeder, mit dem man irgendwie ein bisschen Stress hatte, würde jetzt sagen, der ist fake. Deswegen würde ich darauf nicht so viel geben. Oder? Ach so, meinst du das? Du meinst, Leute, mit denen du Stress hattest, würden jetzt alle sagen, du bist fake zum Beispiel. Beispiel, genau. Beispiel. Ja. Also. Also es gibt schon... Fake. Ich weiß nicht, ob Leute fake sind, weil ich habe das Gefühl, sie geben einem teilweise genau das, wie sie einem über einen denken. Also ziemlich so, don't like you. Und das zeige ich dir auch und sage ich auch. Es gibt vielleicht eher ein paar Leute, wo man sich denkt, why are you so weird? Aber... Ja, aber es gibt schon welche, die so nach... auch nur zum Ausnutzen so auf Social Media sind. Die sagen so, ich nehme mit, was geht. So, do you want to spill tea or do you, no, you no, don't want to spill no, tea? No, but I know some. But auch da, es interessiert mich nicht, weil not my business. Fertig. Okay. Also, am Ende hat ja jeder selber die Gewalt darüber, wem er folgt, wem nicht. Ja, deswegen und ist nicht mein Business, es aufzuzählen und am Ende ist es mir bewusst, was die anderen machen. Da bin ich raus. Oh mein Gott, we made it. We made it. Ich muss dich jetzt kurz einmal nochmal richtig angucken. Wow. Ich mag die Farben, die du so kombiniert hast mit dem Lippenstift. Sieht wirklich schön aus, vor allem mit deinem Hemd. Wenn ich da in den Viewfinder reingucke, ist schon eine geile Sau, muss ich sagen. Same. Wow, look at you. Wieder different, ne? Ich weiß nicht, so dieser Eyeliner-Stil ist irgendwie einfach mein Ding geworden. Mm-hmm. I don't know. Ich voll kann gut. Nicht ohne. Das Gefühl, es liftet einfach bei mir. Mhm. Ganz gut. Finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Dankeschön. Schneckige Maus. Keine Fragen mehr. Nothing juicy. Liebe Leute, vielen Dank. Es war auf jeden Fall juicy, spicy. Es war alles. Also es war schon viel. It was a lot going on. It was fun. It was fun. Und ja, danke auf jeden Fall, dass du wieder dabei warst. Sehr gerne. Marvins Palette habe ich benutzt. Ihr findet das alles in the Infobox. Kitty Maus. Check it out. Auch die Lashes übrigens. Ich finde wirklich, also ohne, dass ich mir Credit geben will, wenn ich da in diesen Viewfinder gucke, ich finde, es gibt dir jetzt mit dem Look, den du geschminkt hast, so super lifted, sexy eyes. Also, ist schon ganz hot. Ja, okay. Ja, dann ja, das war's wohl, wa? War's wohl. Dann würde ich sagen, danke für die ganzen Fragen. Wir sagen tschüss. Tschüss. Und checkt nochmal sein Video aus. Findet ihr in der Infobox. Bis bald. Bye.